Namaste, liebe Freunde. Herzlich willkommen zur späten Stunde hier in Thailand, schon an diesem Freitag um 2 Uhr morgens. Ich sehe noch nicht alle, es sind so Namen zwar dran, Corinna, Silvia, Ursula, Foltin und Stefanie, aber ich sehe da noch kein Bild von diesen Damen. Aber macht ja nichts. Ja, herzlich willkommen. Ist das Bild gut? Ja, so. So. Herzlich willkommen zum Darshan, dem göttlichen Schauen, im Nichtverstehbaren zum Nichtverstehbaren. Ja, ich möchte mit einigen Fragen an diesem ungewohnten 2 Uhr morgens Darshan beginnen, auch für mich ungewöhnlich, mal Fragen zu stellen, mal das Ganze umgedreht. Hi Silvia! Ja, dann entspannt euch schön, ihr dürft auch wegbeamen, euch entspannen und hier einige Fragen, die ihr auch als Meditation nutzen könnt. Wer ist hier, wenn nicht wie gedacht? Was ist hier, wenn nicht wie gedacht? Wer ist hier ohne einen Wahrnehmenden? Wer ist hier ohne einen Wissenden? Was ist hier ohne einen Wahrnehmenden? Was ist hier ohne einen Wissenden? Wer ist hier ohne einen Erfahrenden? Was ist hier ohne einen Erfahrenden? Wer ist hier, wenn es keine Zeit gibt? Was ist hier, wenn es keine Zeit gibt? Wer ist hier, wenn alles ohne Absicht ist? Was ist hier, wenn alles absichtslos ist? Wer ist hier, wenn es keinen Verstehenden gibt? Was ist hier, wenn es keinen Verstehenden gibt? Wer ist hier ohne Sorgen? Was ist hier ohne Sorgen? Wer ist hier, wenn es keine Angst gibt? Was ist hier, wenn es keine Angst gibt? Wer ist hier, wenn nur Liebe ist? Was ist hier, wenn nur Liebe ist?
Wer ist hier, wenn nur das Göttliche ist? Was ist hier, wenn es nur das Göttliche gibt? Wer ist hier, wenn es keine Bemühung braucht für nichts? Was ist hier, wenn es keine Bemühung braucht für nichts? Wer ist hier, wenn nichts ist, was als alles erscheint? Was ist hier, wenn nichts ist, das als alles erscheint? Ja, Fragen und Mitteilungen, liebe Freunde, sind jederzeit willkommen. In diesem Raum ohne einen Bezugspunkt für irgendetwas. In dem alles sein darf und nichts sein muss, in dem es kein richtig oder falsch gibt. Alles fließend. Von der geburtlichen Quelle dieser Fragen und der kleinen Meditation hin jetzt zu dem fließenden kleinen Bächlein, das jungfräulich mit sich selbst spielt. So, genug der Ernsthaftigkeit. Helmut, ist es dir recht, wenn ich dir was aus dem Chat vorlese? Gerne. Also Padma Sambhava schreibt auf deine Fragen hin, jeder alles. Nochmal, auf deine Fragen hin? Auf deine Fragen hat Padma Sambhava geantwortet, jeder alles. Jeder alles. Ja, danke schön. Und im Zoom-Chat hat Ursula geantwortet auf deine Fragen, reines Bewusstsein. Padma Sambhava hat in YouTube geschrieben, jeder alles in Liebe. Und Thorsten Stolle schreibt, das Etwas, welches meinen Kaffee trinkt. Ja. Was ist? Einfach das Sitzen auf dem Stuhl. Das Schauen ist, was ist. Das Fenster ist, was ist.
Das Nicht-Verstehen ist, was ist. Das Verstehen ist, was ist. Alles ist das, was ist, was ist. Mehr ist nicht als das, was ist. Immer wieder frisch und neu. Wie ein vorgeburtliches Schauen. Helmut, kann ich was fragen? Also es ist das, was ist. Das, was ist, ist, ist das, also ist. Und ist schon alles. Ja, meine Frage ist, ich höre jetzt öfters mal, dass es sowas gibt wie einen Aufstieg in die fünfte Dimension. Nochmal ein bisschen langsam. Ich höre jetzt öfters mal, dass es einen Aufstieg gibt in die fünfte Dimension. Was ist das denn? Also ist das auch das, was ist? Oder? Also, ich habe keine Ahnung. Über das, was hier mitgeteilt wird, gibt es nichts zu verstehen. Ich kann es auch nicht verstehen, was ich mitteile. Das ist das Mysterium, sonst wäre es kein Mysterium. Es ist nicht zu verstehen, was ist. Also meine Frage ist, ob es dann sowas gibt wie eine fünfte Dimension. Ja, alles ist möglich. Keine Ahnung. Aber also was mich angeht, hat es keine Bedeutung. Nichts ist bedeutsam. Also kann das denn noch mehr geben als das, was jetzt ist? Oder? Also wenn das jetzt eine fünfte ist, dann wäre doch noch irgendwas noch mehr, oder? Also der Suchende, der wird sich nicht selber abschaffen wollen. Vielleicht sollte man diese Fragenkette von zum Beginn noch erweitern auf, wer ist hier, wenn es keinen Suchenden gibt? Nach was auch immer. Und was ist hier, wenn es keinen Suchenden gibt? Nach was auch immer. Weil das ist diese Ich-Identität. Die Ich-Identität ist die Suche selbst. Und wie oft musst du dich erinnern, dass es das Ich nicht gibt? Wenn du zum Beispiel einen Weihnachtsmann siehst, wie oft musst du dich erinnern, dass es den Weihnachtsmann gar nicht gibt? Na, du siehst den Weihnachtsmann, aber du brauchst dich nicht zu erinnern. Und jedes Mal, wenn du ich sagst, was natürlich ist, ich zu sagen, dann brauchst du dich nicht zu erinnern, dass es ich nicht gibt. So mit dem Weihnachtsmann. So verhält sich das mit dem Ich. Zur Erscheinung. Nur das Ich erscheint öfter wie der Weihnachtsmann. Das ist der einzige Unterschied. Bringt das dann auch Geschenke mit? Ja, natürlich. Klar. Das Ich lässt sich immer auch reich beschenken. Und beschenkt auch. Ja, das ist das Leben so in diesem Ich. Ich gebe, ich nehme. Ohne einen Nehmenden wird es ja auch keinen Gebenden geben. Und die Essenz gibt und nimmt nichts. Die Essenz von? Also die Essenz oder? Es gibt keine Essenz von irgendetwas. Oder davon, wovon du sprichst, das gibt und nimmt nichts. Da gibt es auch keinen Anfang und kein Ende von. Das ist endlos.
Das heißt also, eigentlich sind diese Meetings, wenn man das so nennen darf, oder Darshan oder Satsang, für wen? Sind nutzlos, ja, völlig nutzlos. Und dennoch sind wir hier. Das ist das Mysterium, weil wir uns daran erfreuen. Wir erfreuen uns an diesem nutzlosen Zusammensein, was so bereichernd ist und uns so viel Freude schenkt. Und auch Liebe und, naja, auch Erkenntnisse, die aber dann auch wieder gehen dürfen. Denn letzten Endes können wir auch an nichts festhalten, auch nicht an die höchsten Erleuchtungserkenntnisse. Vor der Erleuchtung Holzhacken und nach der Erleuchtung. Oder vorher waren da Berge, dann waren keine Berge mehr und danach sind wieder Berge. Vorher war da nur Dualität, dann kommt die Non-Dualität und dann ist wieder Dualität. Aber hier ist alles. Helmut ist jenseits von Dualität und Non-Dualität. Und ich umarme beides, den Traum und die Wirklichkeit. Das Horizontale wie auch das Vertikale. Die Zeit mit ihren Abläufen und diesen Traumerscheinungen, sowie auch das absolute, zeitlose, göttliche Hiersein. Das Göttliche im Menschen, das Menschliche im Göttlichen. Oder die Liebe, die in allem ist, auch in der Hölle. Da hätte ich doch jetzt noch eine Frage. Also in dem Horizontalen, in der Begegnung mit einem Menschen, kann man da auch das Vertikale finden? Also es muss jetzt noch nicht mal eine Paarbeziehung sein, sondern wenn da so ein tiefer Austausch ist, dass man auch in die Vertikale dadurch... Absolut, absolut. Brauchst nur in der zu sein, in diesem was ist, mit diesem Augenschauen. Das ist so wie hier. Mhm. Das ist höchstes Tantra, das ist Tao. Ja? Wenn du mit einem Menschen in Liebe bist, das ist du bist nicht mehr. Das ist die höchste Qualität, in Liebe zu sein mit einem Menschen, dass da niemand mehr ist. Liebe ist immer nur dann, wenn niemand hier ist. Solange wir wie dem Horizontalen hier sind, da kann das Vertikale, Absolute, hat dann keinen, ja, dafür der Raum ist schon besetzt vom Horizontalen. Sind wir leer, dann ist das Göttliche, da ist die Liebe da. Und zwar mühelos. Deswegen ist dieses Ich Bin, das ist immer noch das Hamsterrad, das spirituelle, die Karotte im Hamsterrad. Ich bin dies, ich bin das. Da ist ein Wissender. Es gibt aber ja keinen Wissenden. Der Wissende ist eine Fata Morgana. Gott weiß nichts von sich. Warum? Weil es eben nichts bedingt. Auch keinem Wissen. Wissen bedingt dem Wissen. Und was du heute weißt, kann morgen schon wieder ein ganz anderes Wissen sein. Also alles, was nicht beständig ist, gehört zu der horizontalen Ebene. Was zeitlos ist, das ist das, wo wir verschwinden und wo nur das ist, was der Wahrheit vollkommen entspricht. Wo es aber keinen Kennenden drüber gibt. Wenn das aufgegeben wird, was man nicht machen kann, wenn der Macher sich die Energie des Machens, des Wollens, des Suchens, wenn die sich auflöst, dann bleibt nur das, was ist. Unschuldiges, reines, nicht wissendes Sein.
Deshalb sind diese Meetings oder diese Treffen ja auch nur für uns wenige hier, die sich daran erfreuen können, für die meisten Menschen, was ja nutzlos ist und die ja immer noch einen Nutzen suchen, ist auch die Nachricht, dass das Ich gar keine Substanz hat, dass sie gar keinen Bestand hat, das ist unerträglich. Ja? Das wollen die nicht hören, das wird überhört. Aber es ist vollständig. Das so, wie es ist, ist alles vollständig. Helmut genießt diesen ganzen horizontalen Lebensraum mit all diesen Ich-Erscheinungen und dies und das und diese interessanten Sachen von Krieg und Frieden, von diesen ganzen gegensätzlichen, dualen Erscheinungen, von allem, was erscheint, von Krankheit, Gesundheit, Tod und Leben. Und spannend, das ist nun mal so. Und daran ist nichts falsch. Es ist vollkommen genauso richtig. Wir können es niemandem erklären, weil es ja nichts zu erklären gibt. Und dennoch kann auch in diesem Nicht-Erklären mit Menschen etwas kann. Wenn da bei diesem Menschen eine bestimmte Empfänglichkeit ist, kann etwas durchfließen von dem. Das habe ich sehr, sehr oft schon erlebt. Vielleicht ist es nur immer nur ein kleiner Moment, aber das ist schon mal genug. Ja? Der kleinste Moment ist... Helmut, ich lese noch was vor, ja? Mhm. Und zwar Anita Diepold schreibt, was hier ist, wenn nichts ist, wenn das alles erscheint. Wenn alles sein darf und nichts sein muss. Es gibt kein richtig und kein falsch gibt. Ja. Und Padma Sambhava schreibt, der liebe Helmut ist aus dem Schlaf erwacht zu wunderbarer Fröhlichkeit. Danke sehr und liebste Grüße, Udo. Hi, Udo. Danke. Und Kostbar schreibt, lieber Helmut, geht es aus Sicht der absoluten Ebene auf der relativen Ebene um irgendetwas? Alles entsteht und vergeht. Um mehr geht es nicht, oder? Nee, es geht nicht nur um das, um mehr, es geht um gar nichts. Weder ein mehr noch ein weniger, es geht um gar nichts. Das ist schon alles. Es ist immer dieses, was ist. Ja? Kommst, wenn du in diesem was ist, hier, das. Du musst dann nicht die alten Meister irgendwie zitieren von jetzt das ist es oder dies oder das ist das Selbst oder so. Ja, das ist so ganz natürlich gegeben. Ja, das ist so offensichtlich, dass das, was ist, schon das ist. Mehr ist nicht, aber weniger auch nicht. Da gibt es kein mehr oder weniger, es ist einfach nur das. Es war noch nie anders, wird nie anders sein. Da ist dann Gehen, da ist dann Staunen, da ist dann Schauen. Was auch immer erscheint an Gefühlen, Schläfrigkeit, Langeweile, das ist einfach nur das, was ist. Und das ist das. Ja, Langeweile ist der göttliche Ausdruck unseres Menschseins, genau wie jeder andere Ausdruck, den wir in diesem Menschsein erleben können. Gier zum Beispiel, ja, Gier, Habgier und so weiter, ist der göttliche Ausdruck in diesem Menschsein. Die Hölle und Himmel ist eins. Darf ich eine Frage stellen?
Alle, jeder, jeder, jeder. Also Helmut, ich hatte dich gestern Abend per E-Mail angeschrieben. Ah ja, Silvia, hi, ja. Nee, Petra. Schön, Petra. Schön, dass du da bist. Ja. Ja. Ich weiß nicht, ob es eine richtige Frage ist, aber vielleicht kannst du ja was dazu sagen. Weil vor ungefähr 3 Monaten war mir ja so ein Erwachenserlebnis oder Todeserfahrung, wie man immer das nennen möchte, passiert. Ja. Und danach war eine ganze Weile dieses Ich-Gefühl, dieses Ich bin dieser Körper und ich handle aus diesem Körper komplett weg. Da war irgendwas hinzugekommen, was ich nicht erklären kann. So als wenn Petra da ist und noch eine andere Instanz auch da ist, die ich aber nicht beschreiben kann. Da war unglaublich viel Frieden. Und das ist wieder komplett weg. Ich habe das Gefühl, dieses Ich hat wieder die Führung übernommen. Und bei dir fühlt man so viel Leichtigkeit und Freude. Hier ist aber irgendwie eher Schmerz und Angst und Sinnlosigkeit. Gibt es da so ein Hin und Her? Weil eigentlich war es klar und jetzt ist es wieder weg. Also klar, ja, nicht für mich, sondern ne, es war halt irgendwie klar. Ja. Ja, also diese Erfahrungsbericht, das berichten einige mir, liebe Silvia. So Petra. Wie du das. Petra. Petra, ja, ja. Entschuldigung, Petra. Macht nichts. Ist ja auch egal, vollkommen bedeutungslos. weil hier steht Petra, der Name, da dachte ich, das bist du, aber ich sehe dich im Bild nicht, von daher. Ach so, ich habe mein Video aber an. Ah, da bist du das, aber darunter steht Silvia, unter deinem Bild steht Silvia. Das muss man sich mal vorstellen. Ach so, ich heiße aber Petra. Also Petra, das schildern viele, dieses, das Hin und Her und dass es wieder wegbricht. Okay. Ich weiß nicht, woran es liegt, dass es wieder weggegangen ist. Bei mir ist es so gewesen, dass wie es über mich hineinbrach oder wie immer man das beschreiben kann, was man gar nicht beschreiben kann. Von meiner Seite war da kein Halten an das. Also da war ein, wenn es jetzt sofort wieder weggeht, ein vollkommenes, absolutes Einverstandensein. Aber mir war da einfach gar nichts mehr. War einfach alles irgendwie weg, als wäre ich abgestellt worden. So als jetzt einen Knopf gedrückt, da waren keine Gedanken mehr. Der Körper bewegte sich komplett automatisch. Genau. Da war so eine Orientierungslosigkeit. Es passierte einfach, was passiert, und Gedanken darüber waren gar nicht. Irgendwie. Ja, Orientierungslosigkeit war bei mir schon da. Eine Orientierung, also nicht Orientierungslosigkeit, also eine Orientierung war schon da, eine Klarheit. Ja, diese Klarheit, es wurde halt erkannt, was du das nennst. Aber da war keiner, der es erkannt hat. Ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll. Ja, das ist schon gut ausgedrückt, weil da ist ja niemand. Eben. Und dann war, also direkt nach diesem Erlebnis, als ich so abgeschaltet war, das ging wohl über Stunden, stand ich in meiner Küche und kannte meine Küche nicht. Weißt du, wie ich das meine? Ich sollte kochen und wusste überhaupt nicht, was ich kochen wollte. Das lief alles irgendwie so orientierungslos wie ferngesteuert ab. Es ging über ein paar Tage. Ja, und wie gesagt, seit einiger Zeit ist das wie andersherum. Jetzt wäre das wieder weggenommen und jetzt ist das Ich wieder da. So rum. Ja, Petra, und das, das ist vielleicht für das für dich, was das Göttliche, wenn man so will, dir als zeigt, wo dieser Hinweis ist, das dich auf diesen Weg gebracht hat, diese, sich nur auszurichten auf diese Wahrheit. Okay. Ich meine, dass es kein Ich gibt und dass es kein Ich bin gibt, also dass ich bin jetzt hier und existiere, das wurde ja klar als, wie soll ich es nennen, als Täuschung erkannt. Diese Klarheit ist auch noch da. Aber diese Instanz, die da die ganze Zeit war, diese Leichtigkeit, diese Freude, die man bei dir wahrnimmt, die ist wieder komplett weg. Ja, das ist jetzt das, auch wenn es nicht empathisch klingt, das, was ist. Ja, okay. Sein ist ja nur mit dem Sein, was ist. Schau, ob da in dir irgendwas ist, was da nicht mit okay ist. Mit dem, dass es jetzt so ist, wie es ist. Genau. Sei okay mit dem, dass du nicht okay bist damit.
Okay. Mehr kannst du, da ist nicht mehr zu tun. Du kannst nur okay sein mit dem, dass du nicht okay bist mit dem. Ja, der könnte auch was anderes tun, ne? Ja, du kannst ja eh nichts machen. Das ist das Komische. Das ist das Komische daran. Ja, ergib dich dem. Sei einfach, erkenne, dass es keine Hoffnung gibt. Ja, und keine Sicherheit und nichts, woran man sich festhalten kann. Das ist wie, als wenn dem nicht der Boden unter den Füßen weggezogen wird. Nichts ist mehr da. Ja, völlig haltlos, ja. Ja, da ist dieses Sicherheitsgefühl ist auch komplett weg. Grundlos haltlos sein. Ja, ergib dich dem Haltlosen. Dein Wille geschehe. Ja. Nicht mein Wille geschehe, dein Wille geschehe. Ja. Mehr ist nicht möglich. Okay. Dann ist deine Arbeit gemacht mit diesem vollständigen Einverstandensein, wie es ist. Mit dem größten Schmerz, mit der Angst, mit all dem. Mhm. Geh dem nicht aus dem Weg, sondern stell dich dem, was unangenehm erscheint. Geh so weit, dass du sagst zu der Angst, komm, nimm mich ganz. Du darfst für immer bleiben. Okay. Das ist die richtige Begegnung mit dem Unangenehmen. Du darfst für immer bleiben. Und du bleibst hier mit dem, und du lädst es ein, komm, nimm mich ganz. Okay. Und dann schaust du, was geschieht. Was du nicht kontrollieren kannst. Ja, dieses Kontrollgefühl ist auch komplett weg. Ja, gibt keine Kontrolle. Ja, muss und. Du kannst nur den Boden wie im Frühjahr bereiten mit den Samen. Ja? Was daraus wächst, liegt nicht in der Hand der Natur. Einige Samen gehen auf, andere nicht. Andere verdorren. Aber du kannst den Boden bereiten durch dieses vollkommene Einverstandensein mit dem, was ist. Das ist der Boden bereiten. Okay? Okay, danke. Gerne. Wir können auch gerne mal chatten dann über WhatsApp. Gerne, jetzt danke. Danke. Die nächsten. Ja. Hallo Helmut, ich hätte auch noch eine Frage. Du sagst, es geht hier um gar nichts. Geht es auch nicht um Bewusstwerdung eines Menschen, es geht nicht um Erkenntnisse, es geht nicht um Wissen. Also weil viele sagen ja, wir sind hier, damit wir uns bewusst werden. Ne? Ja. Ja, ist mir bewusst, dass das viele sagen. Ich kriege das ja auch immer mit. Ja? Wir haben hier einen göttlichen Auftrag oder weiß ich was, ja. Wir sind hier, um zu lernen und so. Ne? Nein, nichts. Nichts von dem. Es sind alles Karotten im spirituellen Hamsterrad. Das ist der spirituell Suchende, der liebt das. Wir sind hier für irgendetwas. Ja? Der Sinn, der spirituelle Sinn nach was auch immer. Ja? Das ist okay. Ja, dass es so ist. Da ist nichts dran falsch. Ja? Das ist dann bei den Menschen dann so. Bei dem es so ist, da ist es so. Nur hier ist ein Sehen, das ist völlig... Ist das, was ist. Aber das, was ist, ist davon vollkommen unberührt von dem, was da Menschen irgendwie glauben, denken, wo es irgendwo hinführt oder wo eine Suche noch ist, wo noch... Das ist ja immer noch ein... Da ist noch irgendetwas, was besser werden könnte. Ne? Deswegen braucht man ja sonst nichts, Bewusstwerdung oder Erkenntnis. Da braucht man ja sonst nichts. Ne? Da ist ja in dieser Instanz irgendwo,
da ist noch etwas, das noch besser ist. Ja? Eine Hoffnung auf was Besseres. Das ist dieses, ich lebe von der Hoffnung, dass es noch was Besseres gibt. Ja, und auch das ist einfach das, was ist, ne? Wenn dann ja, es hofft, genau. Es gibt was Besseres, ja, das ist alles das, was ist. Genau, genau. Es gibt kein richtig oder falsch, es ist das, was ist. Und du siehst einfach, ja, so ist es. Es ist alles ein göttliches Unterhaltungsspiel. Der eine, der ist einfach, der sitzt nur am Strand, der andere, der ist auf einem Erkenntnisweg. Und der dritte trinkt sein Bier an der Theke und guckt Fußball. Genau, oder der vierte, der singt den ganzen Tag Mantras. Ja, danke schön. Gerne. Helmut, die Anita Diepold schreibt noch mal was im Chat. Mhm. Helmut, kannst du dich bitte vorstellen? Ich kenne dich nicht. Und dann das schreibt sie. Ja, also zuerst mal zu dieser Frage. Das ist lieb, aber ich muss darauf antworten. Helmut kennt sich selber nicht. Von daher werde ich dich auch nicht kennen können. Oder auch nie kennen werden, lernen können. Weil erkennen ist immer eine Form von etwas zu wissen über etwas, ein Bild zu haben. Ja? Das kenne ich, ein Wissender, ein Wissen. Es gibt aber kein Kennen. Nun, was es gibt, ist immer ein Wiedererkennen. Ne? Ein Wiedererkennen von Liebe, von miteinander sein, aber es gibt kein Kennen über irgendwas. Das ist diese Ich, das Ich ist auf dem Weg immer der Suche nach etwas zu kennen oder kontrollieren zu können mit diesem Kennen. Aha, ich weiß, wer das ist und so. Ich habe früher immer irgendwie so mit dem Rad irgendwo vorbeigefahren. Und dann so zwei Teenies, die auf dem Weg zum Disco-Bahn. Und die eine sagte zu dem anderen, kennst du den? Es fühlte das Ich in der Verkleidung des Weihnachtsmannes. Okay, das war das Erste. Entschuldigung, dass ich da nicht so mit diesem Dorf mehr dir kein Futter bieten kann mit dem Kennen. Und die zweite, da ging es noch weiter. Genau. In was für einer Tradition bist du? Wo hast du gelernt? Wo bin ich? In was für einer Tradition du bist und wo du gelernt hast? Ich bin in keiner Tradition und habe auch nichts gelernt. Das stand auch immer schon als in der Schule, schon immer unter den Zeugnissen. Er ist nicht faul, aber stinkefaul. Er hat nichts gelernt, wieder mal sitzen geblieben. Aber eins muss man ihm sagen oder lassen. Er hat immer eine Ausrede. Wenn man nichts gelernt hat, muss man zumindest eine Ausrede haben. Sonst konnte man ja nicht überleben in dieser scheinbaren Welt. Anita möchte noch wissen, wer Gott erschaffen hat. Tja, da gibt es tausende philosophische Bücher drüber. Seit tausenden von Jahren ist das die Urfrage von allen Fragen der Religion und dies und das. Es gibt keinen Gott als etwas Getrenntes von dir. Ja, Gott, das hört sich immer so an, wie als wenn das so ein Objekt ist. Ja? Da ist Gott, da ist der Allschrank. Ne? Hol mal was aus dem Gott, aus dem Allschrank. So. So. Es gibt das Göttliche, das ist weicher. Ne? Das hat was Durchfließendes, als wenn man Gott sagt, das Göttliche. Ja? Wer hat das Göttliche, also ist Gott? Gott hat niemand erschaffen, weil es keinen Gott gibt, da gibt es auch kein Erschaffen von.
Man könnte jetzt fragen, wer hat das Göttliche erschaffen? Das ist schon mal weicher in dieser Frage, wer Göttliche erschaffen. Auch da gibt es niemanden, der es erschaffen hat, weil es Göttliche ist, weiß nichts von sich, es ist ohne Anfang, ohne Ende. Es war immer vor allem. Vor allem, was jemals irgendwo wahrgenommen, verstanden werden kann, gewusst werden kann, hinterfragt werden kann. Überhaupt, es ist immer davor. Wenn das steht in der Bibel, am Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott. Es war davor. Aber das hören die nicht gerne da von diese Bibelleute. Ne? Von denen muss es ja irgendwo einen Anfang geben von irgendetwas. So wie ein Märchen. Am Anfang, so wie eine jede Geschichte. Ne? Am Anfang war das und dann geht die Geschichte los. Das ist aber geschichtslos. Gott ist nicht nur, das Göttliche ist nicht nur geschichtslos, es ist auch gesichtslos. Es weiß nichts von sich. Warum? Ich habe es schon öfter mal darauf hingewiesen, weil es nichts bedingt. Es bedingt keinem Wissen. Weil jedes Wissen ist ja, bedingt ist es ja auch schon wieder, ist bedingungslos. Und deswegen bedingt es auch keinen Anfang und kein Ende. Es ist immer. Es ist das Leben selbst in seinem Vollzug, in diesem horizontalen Lebensraum. Ja, man könnte es jetzt so weit gehen, wenn man so will, und sagen, dass unser Menschsein hier dieser göttliche Ausdruck ist, dieser vorübergehende göttliche Ausdruck, jedes Einzelne von uns, wo das Göttliche sich mit drin erlebt, in der Dualität von Gegensätzlichkeit, ja, von allem, was möglich ist. Und es ist ja alles möglich. Vom Massenmörder zu sein, ist das Göttliche, wie auch das Engelchen zu sein. Und für das Göttliche macht es keinen Unterschied, weil es keinen Unterschied kennt. Es kennt nur sich in dieser Vielfalt. Es verliert sich im Menschlichen vollständig, einverstanden verliert es sich, um sich da und da auch wiederzufinden. Ja, das Göttliche in seinem Unterhaltungsspiel spielt Verstecken mit sich selbst. Und juhu, hier bin ich wieder. So, ja. Und da bin ich dann wieder nicht mehr. Alles gleichzeitig, zeitlos. Das ist ein Mysterium. Was für eine Erleichterung kann es sein, wenn nichts mehr verstanden werden muss? Wenn nichts mehr gewusst werden muss? Wenn erkannt wird, dass es überhaupt gar nichts zu verstehen gibt? Dass es überhaupt keinen Wissenden gibt von irgendetwas. Und dass das hier die Fülle schon ist. Ja? Das Paradies hier ist jetzt schon hier. Es ist vollständig. Es fehlt nichts an dem. Es ist komplett. Egal, was wir tun, machen, glauben, selbst der Handelnde zu sein oder ob das Bewusstsein handelt, spielt alles keine Rolle. Egal, ob wir bewusst sind oder nicht bewusst sind. Das ist vollständig. Das ist das Ende vom Ich und seine Hoffnung, dass es irgendetwas zu suchen gibt, was einen besser sein lässt. Mit anderen Worten, es gibt kein Besser als das, was ist. Sitzen auf dem Stuhl, vollkommenes Ernüchtertsein vielleicht. Hier. Ein bisschen vor drei. In Thailand. Nachts.
Und das geht endlos so weiter. Die Formen verändern sich. Wir lösen uns irgendwann mal auf, unsere menschliche Form, und neue erscheinen wieder. Ja? Die Welt ist in einer ständigen Veränderung von vor 100 Jahren zu jetzt. Ja? Die Menschen, die tun ja nichts mehr wiedererkennen hier, ja? Die vor 100 Jahren gelebt haben. Sie würden ja, das wär schon dieses und so wird es weitergehen. Ja, in 100 Jahren die Menschen, wenn wir in 100 Jahren leben würden, ja, kämst du überhaupt nicht mehr zurecht. Nichts ist beständig. Ja? Die Erdplatte ist nicht fest. Ja? Das ist ein ständiges. Überall kann jederzeit ein Erdbeben geschehen. Die letzte Generation ist immer die erste Generation. Die letzten werden die ersten sein. Helmut, das Göttliche könnte doch auch Freude daran haben, eine Zeitreise 100 Jahre in die vermeintliche Zukunft zu machen. Wer? Das Göttliche könnte doch Spaß haben daran, eine Zeitreise in die vermeintliche Zeit 100 Jahre später zu machen. Ja, das macht es ja auch. Das macht es ja auch. Es erlebt, wird sich ja auch so erleben. Nur wir sind in dieser Form dann nicht mehr daran beteiligt. Ja, in dieser Psychomarkt. Ja, das stimmt. Ne? Das Göttliche erlebt es tatsächlich. Aber ich meine jetzt so eine individuelle Form. Also das Göttliche hat vielleicht Spaß, individuelle Formen in die Zukunft reisen zu lassen. Ist doch theoretisch auch möglich. Ja. Ja. Nichts ist unmöglich. Fände ich spannend. Ja, total. Aber es ist ja genauso spannend, schon hier zu sein. Ja, und irgendwann ist es mal spannend, sein eigenes Ende in diesem Körper zu erleben. Wer weiß. Ja, kann spannend sein. Osho hat mal davon gesprochen, dieser indische Meister, der da mal bis vor 30 Jahren lebte, dass der Tod der Höhepunkt des Lebens ist. Ja, und wie die Petra ja vorhin geschildert hat von ihrer Erfahrung, des Todeserfahrung, das ist ja so, auch ähnlich. Ja? Das ist wie ein Höhepunkt des Lebens, da ist nichts mehr. Das ist einfach das, das ist so, so gewaltig, diese Nicht-Erfahrung, dass sie so einen bleibenden Eindruck hinterlässt auf das Restleben. In ihrem psychomatischen Apparat, Körper. Aber letzten Endes ist alles leer. Also in unserem Körper ist niemand. Der Körper ist leer. Der Ich-Gedanke, der in diesem Körper wohnt, ist eine Fata Morgana.
Wirklichkeit und Traum verschwimmen manchmal ineinander. So wie in einem, wenn wir die Augen schließen, nachts in so einem traumähnlichen Zustand verfallen, wo alles Mögliche da im Bewusstsein gespielt wird. Ja, das Bewusstsein ist wie alles andere auch das Göttliche, ja, was auch diese ganzen Täuschungen hervorbringen kann. Es kommt, ist ungefragt über uns gekommen, das Bewusstsein, eine Anwesenheit zu sein. Da wurde niemand gefragt. Das Bewusstsein ist das Tor aus dem Bewusstsein und es ist auch das Tor, noch mehr sich in die Illusion zu verstricken. Es ist alles möglich durch das Bewusstsein. Aber wie gesagt, wenn man den Weihnachtsmann sieht, muss man sich nicht erinnern, dass es keinen Weihnachtsmann gibt. Und so musst du dich auch nicht erinnern, dass es dieses Ich nicht gibt, was ständig erscheint. Und dennoch kommunizieren wir natürlich auf ganz natürliche Weise in diesem Lebensraum mit all dem, mit diesem Ich. Es ist nicht beschreibbar, es ist nicht fassbar. Das, was ist, ist die Wahrheit, die ist in ihrer Vielfältigkeit, in der alles möglich erscheint, eben alles. Mit anderen Worten, hier ist niemand und doch ist hier niemand als das, was ist. Sitzen auf dem Stuhl, schauen, stillen. Vorübergehende Gedankenfreiheit. Eine Gelassenheit, die von sich lässt.
sich einfach im Was ist, dem Was ist überlässt. Ja, wunderbar, dieses sich dem, was ist, überlassen. Helmut, es gibt eine Frage im Chat von Michael Klatt, der schreibt, es ist eine große Freude, über das Mysterium zu sprechen. Man ist es buchstäblich, ohne es wissen zu müssen, was das ist. Es kommt, was kommt. Wie eine unendliche Quelle. Ja. Ja, hervorragend, so verhält sich das. Es ist eine große Freude, mit diesem Mysterium leben zu sein. Auch wenn hier scheinbar jemand ist oder scheinbar niemand ist, wen kümmert's? Wen kümmert überhaupt was in diesem Wunder? Helmut, der Udo schreibt dir nochmal. Ein unbeschreiblicher Liebschatz bist du, lieber Helmut. Sei herzlichst umarmt. Dankeschön. Ja, wenn der Spiegel nicht mehr, wenn der Spiegel rein ist, der Spiegel, dann spiegelt er nur noch das, was ist. Wenn der Spiegel noch mit anderen verschleiert ist, dann spiegelt er eben halt diese Verschleierung. Oder menschlichen Projektionen. Was ja auch okay ist. Alles darf sein. Weil es ja schon ist. Eine Fata Morgana, die aufsteigt, ist das, was ist. Alles ist ein göttlicher Ausdruck, wenn man so will. Ja? Auch die Fata Morgana, die aufsteigt. Eine göttliche Illusion. In letzter Zeit habe ich über Facebook, da werden ja auch immer so Videos angezeigt, so von diesen Naturtierfilmen aus Safari in Afrika. Da ist ja, da geht es ja richtig nur ums Gefressen oder gefressen werden. Ne? Fressen und gefressen werden. Und das sind manchmal wirklich schon also sehr schmerzhafte, was man da so schaut. Ne? Ist ein kleines Lämmchen von so einem Leoparden oder so, ne? Oder einem Löwen. Der wartet nur darauf, ob die Mutter nochmal zurückkommt.
Ja, und dann spielt er damit, ne? Und das Lämmchen total in seiner Unschuld blöckt den Löwen an. Und das geht so minutenlang hin und her. Alles im Sein. Unschuldiges Sein. Auch der Löwe ist unschuldig. Ne? Da ist niemand. Da ist nur dieses Instinkt mit dem Löwen. Und wenn die Mutter da nicht irgendwie noch kommt, wo die Löwe da auch noch die Mutter fassen kann, dann hat er irgendwann mal genug von dem Spiel und lässt dann vielleicht seine eigenen Jungen damit noch ein bisschen spielen. Und das war's dann. Alles ist das Göttliche. Auch bei lebendigem Leib gefressen zu werden. Das sollte nicht sein. Das kennt das Göttliche nicht. Es ist unbarmherzig, ehrlich in der Dualität, in diesem Lebensraum, wo alles möglich ist. Ob uns das passt oder nicht, spielt für das Göttliche keine Rolle. Denn es spielt kein, das Einzige, was keine Rolle spielt. Wir spielen diese Lebensrollen in diesem Traum. Von richtig und falsch und darf ja alles sein. Setz dich ein für das Gute, mach das Gute, wunderbar. Aber erwarte nicht, dass es dir was bringt. Dass es dir dadurch besser geht. Lass es durch dich geschehen, weil es Freude macht. Aus der reinen Freude des Geschehenlassens, mehr nicht. Ohne Erwartung. Zu bleiben in diesem Lebenstraum. Ohne Vorstellungen. Nüchternheit. Und für das, was als sogenannte Ich-Instanz noch in uns ist, demgegenüber völlig hoffnungslos. Bewusst verweilen. Und an keiner Geschichte halten. Zu erkennen, was ist eine Geschichte und was ist frei von Geschichte. Was ist hier? Was nicht gedacht ist. Was ist hier, was nicht gefühlt ist? Was ist hier ohne einen Wissenden? Was ist hier ohne einen Gewahrenden? Was ist hier ohne einen Wahrnehmenden? Was ist zeitlos hier? Wer ist hier, wenn es keine Zeit gibt?
Hier wird man nicht bedient, hier ist man bedient. Ja, liebe Svantje, da ist was. Okay, NMG schreibt, hallo Helmut, ich fühle mich nicht wie ein Gott zurzeit, für mich unvorstellbar. Ist das einfach nur eine gute Stabilität? Nochmal, ist das eine? Ist das einfach nur eine gute Stabilität? Ja. Stabil im Nichtstabilen. Wie auf einer Welle. Wie so ein Wellenreiter. Anita Diepold schreibt noch was. Es gibt kein Wissen, aber er redet von Schleier und Spiegel. Woher weiß er, dass es eine göttliche Illusion ist? Er weiß das nicht. Es ist nicht zu verstehen. Niemand kann es verstehen. Ja, Jesus schon am Kreuz. Ne? Herr Gott, nimm mich wieder in dein Reich. Ich verstehe hier nichts. Anita schreibt noch dazu, das ist Negieren von Karma. Nochmal? Das ist Negieren von Karma. Karma? Hm? Was damit ist? Negieren, also Karma wird quasi nichtig gemacht. Nicht gemacht? Nichtig, also dass Karma dann nicht mehr gibt, so würde ich das verstehen. Ach so, ja. Was, ja, also jetzt habe ich die Frage trotzdem noch nicht verstanden. Gibt es ein Karma oder gibt es kein Karma? Kein Karma. Kein Karma. Also ich denk, das bezog sich auf deine Aussage und daraufhin sagte Anita Diepold dann, das ist das Negieren von Karma. Also von meiner Seite wird nichts negiert. Karma heißt ja Ursache-Wirkung, ne? Was ursächlich entstanden ist, dass das entsprechend dann eine Auswirkung auf irgendwas hat. Da gibt es alles möglichen Konzepte drüber. Aber in Wahrheit ist es nicht fassbar. In Wahrheit gibt es nämlich nur das hier, was ist. Und wenn du jetzt denkst, naja, mir geht es jetzt in diesem Leben nicht so gut, dann hatte ich wohl im vergangenen Leben, war ich dann ein schlechter Mensch oder weiß ich was. Es gibt keinen persönlich Handelnden. Wir sind alle
frei und dennoch sind wir alle nicht hier. Wir sind frei, nicht hier zu sein. Es ist nicht verstehbar. Bleib einfach dabei, dass nichts, es ist nicht zu verstehen. Es ist ein Mysterium. Welche Probleme hattest du vor der Geburt deiner Großmutter? Das Beste, was hier geschehen kann, in dem, was ist, dass du vollkommen leer bist von allem. Leer. Wie ein leerer Raum. Nichts bleibt zurück. Keine Substanz von irgendeinem, von irgendwas. Kein Kennen von sich selbst. Nichts. Denn es gibt ja nur das. Und das, was ist, kümmert sich nicht darum, was war und was kommt. Es ist in sich vollständig. Es ist suchtfrei ohne Suche, ohne Hoffnung, ohne irgendwas besser sein könnte als das, was ist. Es ist vollständig. Dem kann man nichts mehr zusetzen. Dem kann man nichts, an dem kann man nichts bereichern, nichts zufüllen. Es ist wie ein volles Glas Wasser, da geht nichts mehr rein. Helmut, es gibt eine Frage von Jeanette Nicole. Ah, Jeanette. Wenn man stirbt, ist ja auch die Wahrnehmung weg. Was bleibt dann? Tja. Der Höhepunkt des Lebens. So wie jetzt meine Fragen, ja? Wer ist hier ohne Wahrnehmung? Was ist hier ohne Wahrnehmung? Stirb, bevor du stirbst. Hier ist immer eine Einladung, in diesem vollkommenen Leersein, in diesem Nichtwissen einzutauchen, hineinzusterben, in ein hineinsterbendes Nichtwissen. Dem den ganzen Raum, dieses dem Nichtwissen, den ganzen Raum übergeben. Der Wissende übergibt den Schlüssel an den Nichtwissenden und sagt, schönen Aufenthalt, und verabschiedet sich und geht auf eine unendliche Geschichtsreise, der Wissende. Und das Nichtwissende ist dann zu Hause, als dein Zuhause. Und wer immer unterwegs ist, ist immer ein Impuls des Wissenwollenden, der auf der Suche ist. Woran ja nichts falsch ist. Wie gesagt, es gibt ja nichts Falsches. Es gibt kein richtig oder falsch. Alles ist
vollständig. Gibt nichts zu erreichen. Das muss reichen. Aber das Spiel geht immer weiter und das ist ja das Tolle. Ja? Auch Helmut ist ja in diesem Spiel drin. Steht um 2 Uhr nachts auf. Hier in diesem Spiel, wo es um nichts geht, wo es keinen Verstehenden gibt und spielt mit, weil es das schönste Spiel ist von überhaupt. Das Spiel, unendliche Spiel des Was ist. Solange es sich durch diese Form, bis es sich ausgespielt hat. Wenn es sich ausgespielt hat, dann ist dann der Höhepunkt erreicht von diesem Spiel. Wieder zurück zu Anfang. Wer ist hier ohne einen Wahrnehmenden? Zurück, gehen Sie zurück auf Start. Start und Ziel ist immer hier. Der weglose Weg von hier nach hier. Wo im Nichttun alles getan ist. Und der Lebenstraum sich unendlich weiter vollzieht. Wieder mit Ich, wieder mit Nicht-Ich, wieder mit Hoffnungen, wieder mit Suchen, alles okay. Mit Ankommen, mit verloren gegangen sein, gefunden haben, verloren haben. Die nächste Frage von NMG. Helmut, wie nimmst du die Menschen wahr in deinem Umfeld seit der Weltkrise und so? Haben sie sich verändert? Wo haben sich die Menschen verändert? Hier oder wo? Oder überhaupt? Ja, genau, seit der Weltkrise, ob du findest, dass die Menschen sich verändert haben in der Zeit. Weltkrise? Wo? Die Welt ist immer in der Krise. Die war noch nie anders. Von einer Krise schlittert sie in die nächste. So ist die Welt. Aber ich verwechsle die Welt nicht mit der Erde, ja, mit diesem wunderschönen Planeten in seiner Natürlichkeit. Die Erde war ursprünglich zeitlos. Und dann kam der Mensch mit diesem Ich und hat die Zeit hineingebracht und diese wunderschöne Erde zu dieser Welt gebracht, die ständig in Konflikten lebt und in Krisen. Und das ist vollständig so. Auch das gehört zum göttlichen Lebensraum, sonst wäre es ja nicht so. Die Umweltverschmutzung, ja, die Kriege, die Klimakrise, die Überbevölkerung. Ist alles spannend. Dualität halt in seiner Vollständigkeit, in seinem. Der Mensch neigt immer dazu, in seiner Gutartigkeit, das sollte nicht sein. Das sollte es nicht geben. Und dann geht es los mit Bekämpfen. Und zum Teil wird es mit diesem Bekämpfen noch schlimmer. Da gibt es die Fanatiker,
die blinden Fanatiker. Und das wird noch mehr Unheil. Ja? All diese Weltverbesserer haben doch all in der Geschichte der letzten 100 Jahre mehr Unheil gebracht als Heil gebracht. Gott sei Dank gibt es aber eine gute Nachricht. Hier ist niemand. Niemand, der etwas verändern muss. Hier gibt es nur dieses reine Sein. Unschuldig, ursprünglich, grundlos. Das, was ist, in dem alles erscheint. So wie es ist. Mit all diesen Weltereignissen. Und nicht nur diese Weltereignisse da draußen, sondern auch den Ereignissen in unserer eigenen inneren Welt. Ja? Wir brauchen gar nicht uns so kümmern, um was da draußen ist, was wir nur über die Medien mitbekommen. Wir können das in unserem eigenen Inneren ja sehen, was dafür Kriege, Menschen miteinander in sich austragen. Auf der Welt gibt es viele Welten. Jeder lebt in seiner eigenen Welt. Bis du erkennst, keine Welt, kein Ich, alles Fata Morgana. Und dennoch, weiterhin vollzieht sich dieses Spiel. Die Frage wäre mehr, wie nehme ich die Menschen wahr? Seit dem, was hier geschehen ist, scheinbar. Ich nehme sie genauso noch wahr wie vorher und dennoch vollkommen anders. Also, ich sehe alles mit mehr Humor. Die Ernsthaftigkeit ist dem Humor gewichen. Ein inneres Lächeln, auch wenn außen oft Ernsthaftigkeit gefragt wird. NMG möchte noch weiter wissen, kannst du auch etwas zu Lebensgefühl sagen, was für eine Rolle das für dich hat? Kann man Lebensgefühl auch mit Sein übersetzen? Ja, alles. Lebensgefühl. Also ich bin ziemlich ernüchtert von Lebensgefühlen. Vollkommen ernüchtert im Sein. Und das ist die größte Freude, nüchtern zu sein und nicht mehr im Rausch von irgendwelchen Lebensgefühlen dem ausgesetzt zu sein, wie das früher mal war. Weil da, wo ein schönes Lebensgefühl auftaucht und es dann weg ist, dann erscheint oft Leiden, um es wieder haben zu wollen. Ja, dann nehmen die Menschen Drogen oder weiß ich was. Sie wollen, sie verwechseln sich mit dem Lebensgefühl. Wir sind kein Lebensgefühl. Lebensgefühle können auftauchen, aber also was mich angeht, hat das Wort kein, da ist keine Resonanz. Ich habe kein Gefühl für das Leben, weil ich bin das Leben selbst. Und bin in allem
einfühlsam und fühle mit, aber dieses Lebensgefühl, ich weiß nicht, vielleicht, keine Ahnung. Sagt mir nur nichts, dieses Lebensgefühl. So wie die Werbung, ne? Lebensgefühl, ne? Wird oft immer so postuliert. Ne? Hey, und dann wird dann diese Bilder, wo dann jemand irgendwo aus einem Schiff und so. Ne? Und so stellt man sich dann auch Lottogewinner vor. Ne? Dann irgendwie, ja, die haben es aber jetzt richtig raus. Ja? Die fangen an, richtig zu leben, wenn man das richtige Lebensgefühl hat. Ja? Und vorher war es nicht da. Was uns alle fehlt, ist dieses Lebensgefühl. Greifen Sie nach dieser Zigarette oder wenn Sie das Auto haben, das richtige Lebensgefühl, fährt man damit rum. Ja? Hallo? Das ist die Werbung. Verlockende Werbung nach einem Lebensgefühl. Einem besseren vielleicht sogar. Ja, das, ich suche ja immer das Bessere. Im Spirituellen wie auch, ist auch nichts anderes wie was besser suchen. Das ist nichts anderes wie jede Form von Suchen. Nach was Besserem. Besserer Zustand. Ist ja nichts dran falsch. Ja. Deswegen gibt es ja auch so viele spirituelle Lehrer, die dann diesen Markt befriedigen, wie alle anderen Märkte befriedigt werden durch die Bedürfnisse. Das ist ja auch total okay. Ist halt so. Ist weder richtig noch falsch. Ist einfach nur, so ist es. Ne? Ist das, was ist. Ja, mein Tipp ist einfach nur, oder der Hinweis, mach das, geh dahin, wo du Resonanz spürst. Ja, sei mit dem, wo die Resonanz, wo es dich hinzieht. Auch wenn du es nicht erklären kannst, was dich da zieht, es spielt keine Rolle. Geh einfach im Nichtwissen mit dieser Resonanz. Sei überhaupt in diesem Lebenstraum immer mit der Resonanz des Nichtwissens, was dich irgendwie zieht. Und manchmal ist es ein ganz süßes, feines Ziehen, fast unmerklich. Es ist dein Herz. Dein Herz zieht dich. Da kommt der Kopf nicht mit. Wer ist hier, wenn es nicht gedacht ist? Wer ist hier? Wer hätte das gedacht? Helmut, die Anna-Maria schreibt dir, alles, was gedacht, gesagt und getan wird, ist absolut richtig, von mir und von dir und von jedem und anderen auch. Gottes Wille geschieht. Also, habe ich das richtig verstanden? Alles, was von mir, dir, wie war das nochmal? Also, alles, was geschieht, ist richtig so, wie es geschieht. Gottes Wille geschieht. Ich verstehe gut, was gemeint ist. Danke. Ja, ja. Ja. So kann man es ausdrücken, ja. Dann schreibt nochmal Padma Sambhava. Lieber Helmut, deine Aussage, unsere Erde war früher ohne Zeit und Raum, bis der Mensch kam, ist doch wohl der nächtlichen Stunde gerade in, Moment, ich bin verrutscht, in Thailand geschuldet, oder? Also die Erde war irgendwann mal ohne Zeit und Raum, sagtest du wohl,
Und da sagt Udo, ob das der nächtlichen Stunde gerade in Thailand geschuldet wurde. Jedes Atom bewegt sich doch in Raum und Zeit, oder? Ja. Das war die Zeit, wo die Erde noch zeitlos war und die Menschen darin auch noch keine Zeit kannten, von der ich sprach. Und da sind wir rausgefallen. Das war das, wie in der Bibel steht, das Apfel von dem Baum des Wissens, der, wo Gott sagte, von allen Bäumen durft ihr essen, nur nicht von diesem, dem Baum der Erkenntnis des Wissens. Aber das hat ja den Menschen dann angezogen, dieses Wissen wollen. Und dann haben sie davon gegessen, sind aus dem Paradies gefallen und seitdem sind wir hier in diesem Dilemma. Woher kannten die das nicht? Da war nur das unschuldige Sein. So wie wenn du so Amazonas-Firma siehst von so einem ursprünglichen Urvolk, was ich mal gesehen habe. Boah, du konntest richtig spüren, wie die da, das waren wie Kinder, waren die alle, ja. Ob die Greisen oder, das waren alles unschuldige Kinder. Wie Kinder. Und Kospa bedankt sich bei dir für den schönen Satsang. Vielen Dank, lieber Helmut, für den schönen Satsang. Ja, danke schön. Ja, ich bedanke mich auch für den schönen Satsang. Bei euch allen, ihr Lieben. Es ist eine große Freude, mit euch zu sein. In diesem göttlichen Schauen, Darshan. Vom Nichtverstehbaren zum Nichtverstehbaren. Dankeschön.